Ja, hallo Leute, ich begrüße euch herzlich zur 8. Folge Bike mit Leo Kast. Wie in der letzten Folge versprochen, geht es nochmal weiter im Emser Bikepark. Hier jetzt mit dem 6. und 7. Abschnitt. Wir beginnen direkt mal hier mit der Steilabfahrt. So, erstmal zum Eigentlichen der Steilabfahrt. Ja. Mental ist es ein Problem, dass man erstmal hier so einen Höhenunterschied hat. Also man weiß, man wird extrem beschleunigt und hat so ein bisschen Schiss. Und dazu kommt, dass hier die Wurzeln so weit rausstehen und man läuft, also man denkt, dass man da irgendwie hängen bleiben könnte. Ja, aber ich sag euch, mit der einfachsten Grundregel beim Mountainbiken, zentrale Haltung auf dem Fahrrad, ist das hier überhaupt gar kein Problem. Sehr wichtig bei Steilabfahrten, vorher schon in eine tiefe Aktivposition gehen. Wenn man zu schnell ist, dann vor dem Steilhang abbremsen, nicht während dem Steilhang bremsen. Okay, wenn der Steilhang jetzt so extrem lange wäre, dann muss man ein bisschen auf der Bremse stehen, aber wirklich nur zart dosierend, heißt, dass die Bremsen auf keinen Fall, dass die Räder auf keinen Fall blockieren, auch nicht das Hinterrad. Oben noch schnell eine Line aussuchen, im nächsten Moment fahren, das Bike unter sich der Neigung ausrichten, um zentral über dem Fahrrad zu bleiben. Unten angekommen kann man, wenn es sein muss, dann in die Bremsen hauen, je nachdem wie der Auslauf ist. Hier im Emser Bikepark ist es noch ein ziemlich einfacher Auslauf, heißt, da fängt sich ein Anlieger auf und dann hat man die Sache auch schon gepackt. Ja, wer sich seinem Fahrkönnen sicher ist, kann hier die Steilabfahrt auch einfach runterdroppen. Die ganze Neigung der Steilabfahrt kann man eigentlich halt auch als Landung sehen, ob man hier vorne rein landet, hier oder da unten, ganz egal, geht einigermaßen, ist bequem, ist nicht so wild, muss halt nur schauen, dass man 100% bei der Sache ist. Basic-Kurventechnik. Ja, hier nochmal das Thema Basic-Kurventechnik. Habe ich schon mal ein Bike mit Leocast 6, habe ich schon mal angesprochen im Wald, dass man öfter die Basic-Kurventechnik machen sollte, heißt die Kurbel waagerecht. Hier auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Hier fährt man zwar einen kleinen Anlieger, also trägt ein bisschen, aber trotzdem hat man da nicht so viel Grip. Es verleitet viele dazu, wieder diese Sportkurventechnik zu machen, heißt, dass das kurvenäußere Pedal unten steht. Hier aber trotzdem mein Tipp, ganz wichtig, im Basic-Kurventechnik bleiben. Wenn man fährt die Kurve hier bis zu diesem Sprung, ist man ständig in Schräglage, um die Kurve hier durchzufahren. Erst ab dem Sprung, also erst sobald man auf dem Holz ist, ist man so fast wieder in einer geraden Haltung. Und da halt wieder auch mein Tipp, öfter die Basic-Kurventechnik nutzen, also Pedale waagerecht stehen lassen, wenn nämlich mal irgendeine Aktion kommt, heißt irgendwie ein Drop oder eine Steilabfahrt oder wie hier ein Sprung, dann ist man auch direkt bereit, aus einer sicheren Stellung abzuspringen. Ne? Wenn du in Sportkurventechnik wärst, müsstest du hier nochmal die Pedale umstellen oder noch einen Tritt mehr oder nochmal zurücktreten, das ist alles nicht so optimal. Also hier auch versuchen öfter Basic-Kurventechnik zu fahren. Es gibt zwar eine Technik, das heißt der dynamische Fußwechsel, dass man den kurvenäußeren Fuß ein bisschen mehr belastet, also dass das kurvenäußere Pedal ein bisschen weiter runtergedrückt wird, aber das jetzt hier zu erklären, machen wir ein anderes Mal. So, hier an der Stelle auch ein Tipp von mir. Ihr kennt diese vier Stufen. Moment. So.
Ja, hier eine Stufe, hier eine, hier, hier. Ja, hier ein cooler Tipp für euch. Versucht mal in der ersten Stufe einen Bunnyhop abzuziehen und in die zweite Stufe, ja okay, das ist jetzt keine Stufe mehr, das ist wirklich eine Landung. Ja, das Ding ist so freigefahren, das ist schön rund. Deswegen versuchen wir einen Bunnyhop da abzuziehen an der ersten Stufe und hier schön mit dem Vorderrad zuerst, dann mit dem Hinterrad reindrücken. Die zwei nächsten Stufen, egal, die kann man einfach überrollen. Aber hier das Ding, das haut einem so einen richtig geilen Push-Effekt rein. Also man bekommt einen Plus an Speed. Natürlich muss man dabei den Kompromiss eingehen. Der Bunnyhop zerrt ein bisschen an der Kraft. Wenn man hier ein Stück weiter fährt, da kommt als nächstes so eine kleine Bodenwelle. Wenn man hier lang kommt, auch hier kleine Rechtsanlieger, dann Linksanlieger. Aber hier diese kleine Bodenwelle, die ist, wenn man ein bisschen schneller fährt, spürt man die schon. Also man könnte da sogar leicht abspringen. Deswegen hier der Tipp, bei der Bodenwelle eine kleine Bunnyhop-Bewegung machen. Heißt, das Ding wegschlucken und bei der Landung, oder also das Ding wieder so als Landung nehmen, wo die Bodenwelle wieder runter geht, schön pushen, um hier auch wieder ein bisschen Speed mit rauszunehmen. Also zu generieren, nicht rauszunehmen. Weiter geht's hier mit dem, ist immer noch sechster Abschnitt, aber hier der nächste Teil vom sechsten Abschnitt, das North Shore und das Thema Balancetechnik. Aber erstmal was anderes, wer das Ding schon mal gesehen hat, sich aber nicht getraut hat, da drauf zu fahren, weil man könnte ja runterfallen, ganz einfach, nehmt euer Bike, da drauf. Einfach mal testen, was passiert, wenn das Vorderrad runterfällt. Okay, dann kommt das Hinterrad nachher. Ist ganz knapp. Das ist, also man müsste schon wirklich gerade runterfallen, dass man auf die Schaltung knallt. Wenn man hier so runterfährt, passiert nichts. Andere Seite auch. Was könnte hängen bleiben? Die Bremse, Gabel auf keinen Fall. Hinterradbremse auch eher nicht. Ne? Wie gesagt, es sei denn, man rutscht wirklich hier so ganz knapp ab, aber sobald man merkt, dass man abrutscht, dann lenkt man einfach ein. Also es läuft automatisch, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Hinterrad, es abrutscht. Na, rutscht ab. Okay, hier passiert nichts. Das ist nämlich die schwierigste Stelle hier, weil hier so, doch so ein engerer Radius ist. Da muss man ein bisschen ausholen. Aber hier würde nichts passieren und wenn man hier runterfällt, passiert auch nichts. Ja. Ich kann es euch auch mal während dem Fahren vormachen. Mal drauf. Vorderrad runterfällt. Passiert nichts. Ist ja nicht hoch. Eher passiert was, wenn man versucht abzuspringen oder so. So, wenn man drauf fährt, das Hinterrad fällt runter. Zum Beispiel hier. Passiert auch nichts. Also ein bisschen sportlich sind wir ja alle, dass wir uns noch ein bisschen abfahren können. Aber es ist wirklich nicht so hoch, dass man hier total Angst haben müsst, ihr da rüber zu fahren. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Wenn ihr mal auf der Straße, so auf dem Bordstein oder auf einem, Seitenstreifen balanciert habt, dann ging das ja auch. Ne? Und das Ding ist nur so breit. Schafft ihr das auch ein paar Meter. Hier ist das Ding, dass man so ein bisschen mental dann blockiert ist, ein bisschen Schiss hat und dadurch verkrampft und seine Balance halt so ein bisschen stört. Aus dem Wippe, ganz easy.
Gerade bei Zwischensprints im Gelände sollte man eine möglichst mittlere Trittfrequenz haben, also keinen zu leichten Gang wählen, dass man ins Leere tritt, aber auch auf keinen Fall einen zu schweren Gang einlegen, dass man zu lange Pedalschläge hat. Ja, bei langen Trittpassagen geht uns schnell mal die Puste aus, dann lassen wir lieber rollen, ruhen uns aus, aber ich kann euch den Tipp geben, versucht wenigstens das Gelände zu nutzen und ein bisschen Geschwindigkeit zu generieren. Heißt, wenn man hier so eine minimale Senke hat, kann man die trotzdem sehr gut pushen, heißt vor der Senke aus der Grundposition an eine tiefere Aktivposition gehen, Vorderrad, Hinterrad kurz nacheinander mit einem kräftigen Ruck durch die Senke drücken und so baut man ein bisschen Speed mit wenig Kraftaufwand auf. Boah. Bei leichten Steilhängen, wie hier die Einfahrt im letzten Abschnitt 7 Canyonland im Emser Bikepark, empfehle ich auch einen kleinen Bunnyhop zu ziehen, den Steilhang als Landung zu nutzen und so auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, bei solchen Bodenwellen kann man verschiedene Sachen machen. Einmal kann man sie einfach wegdrücken oder doublen, versuchen durchzusurfen. Gerade hier im Emser Bikepark im 7. Abschnitt kann man sich hier ein bisschen rantasten mit dem Surfen, also heißt mit dem Hinterrad durch. Ich kann es auch noch nicht so gut, manchmal klappt das gut, manchmal nicht so. Ja, ihr kennt das im Bikepark, Anlieger, links, rechts, links. Man möchte die fahren meistens, weil man denkt, das ist die optimale Line, um die ganzen Sprünge zu nehmen. Aber das ist nicht immer so. Man muss trotzdem auch im Bikepark das Gelände mit den Augen eines Mountainbikers sehen. Ja, mit dem Gelände spielen, seine eigene Line suchen. Zwar keine private Line durch irgendein Gebüsch, also außerhalb der Strecke, aber innerhalb der Strecke kann man sich ein bisschen seine eigene Line suchen. Hier haben wir zum Beispiel ganz typisch Linksanlieger, Rechtsanlieger, Linksanlieger, kleiner Stepdown, weiter auf dem Sprung. Hier empfehle ich aber, alle Anlieger zu schneiden, heißt am ersten Anlieger versuchen, eine leichte Rechtskurve zu fahren, dann Linkskurve, den Stepdown auszulassen und hier Vollgas auf den nächsten Sprung zu fahren. Probiert es einfach mal einmal aus, ihr werdet sehen, ihr werdet den nächsten Sprung, hier den mit einer ganz anderen Geschwindigkeit springen. Letztes Stück hier im Canyonland, sehr staubig, viele Wurzeln. Bäume stehen relativ eng an dem Weg, kleine Turns, hier ganz wichtig, klein machen auf dem Bike, saubere Aktivposition, um das Bike optimal unter sich zu manövrieren. Denkt dran, ganz wichtig, damit bei den Wurzeln die Füße nicht von den Pedalen rutschen, Fersen hängen lassen. So kann man schön übers Sprunggelenk abfedern und die Füße bleiben da, wo sie sein sollen, auf den Pedalen. Ja, das war's auch schon von Bike mit Leo Kast, 8. Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie die anderen Folgen. Und wenn euch interessiert, was ich für ein Fahrrad fahre oder welche Räder ich noch habe, welche Komponenten ich da verbaut habe, klickt einfach auf meine Homepage durch oder in jeder Beschreibung meiner mittlerweile 72 Videos sind Links von meinen Bikes und da sind auch Links von meiner ganzen Ausrüstung, von meinen Helmen, von meinen Handschuhen, von meiner Protektorenweste, Knieschoner, Hose, Schuhe, alles habe ich euch da verlinkt. Von dem Stativ direkt, das Stativ hat glaube ich 20 Euro oder sowas gekostet. Filmen tue ich seit Mitte 2015 mit einer GoPro 4 Black Edition. Sehr teuer, aber es hat sich gelohnt. Ja, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, immer in die Kommentare rein. Wenn ich Zeit habe, beantworte ich sie. Aber ich habe auch gesehen, ihr selbst kommuniziert auch ein bisschen miteinander. Das finde ich sehr gut. Weiter so. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ja, hier ein cooler Tipp für euch. Und zwar versucht mal an der ersten Kante. Versucht mal an der ersten Kante hier. Versucht mal an der ersten Stufe einen Bunnyhop abzuziehen. Ja, wenn euch interessiert, wie ich die Aufnahmen von dem Sattel, von der Sattelstütze oder vom Lenker gemacht habe, ich habe mir hier von der Marke Clickfix so Schnellbefestigung für die GoPro geholt. Kann man das hier auch noch um 360 Grad drehen. Ja, und die Dinger, das sind hier so Ports, die macht man mit so einem Blech fest. Die gibt es auch in verschiedenen Längen, also wird alles in einem Paket beigeliefert. Und das Gute an dem Blech ist, du kannst es an jedes Rohr dran machen, egal ob es oval ist, dreieckig oder eckig. Es passt überall dran. Hier ist am Sattelrohr ganz easy, am Lenker ist auch ganz easy. Hinten habe ich es am Hinterbau dran. Es ist ein bisschen komplizierter gewesen. Normalerweise, sage ich mal, komplizierter. Aber hier mit diesem Blech ist das voll easy, da dran zu befestigen. Demontage auch wieder ganz easy. Abschrauben. Das Blech wieder hochknicken. Ja, damit der Rahmen nicht zerkratzt, sind ja auch noch so Gummistücke dabei. Falls man so eine Befestigung am Rahmen dran macht, kann man auch einfach einen alten Fahrradschlauch nehmen, dass der Rahmen nicht zerkratzt wird.